Ein herzliches Hallo und willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Wir spielen Darkness Within auf der Jagd nach Loeth Nolder von Iceberg Interactive und Zoetrope Interactive. Ja, ich kenne es selber gar nicht. Es ist wohl inspiriert wie heißt er doch gleich? H.P. Lovecraft. So ein bisschen angehaucht. Wir werden es sehen. Ich hoffe, ihr versteht mich. Und wir drücken einfach mal auf neues Spiel. Schwierigkeit. Was? Standard Detective. Für Gelegenheitsspieler. Verfügbare Tipps können sofort aufgerufen werden. Dokument durchsuchen. Schaltfläche ist verfügbar. Okay. Detective für Standardspieler. Wenn sie festsitzen, werden sie nach kurzer Zeit Tipps. Ja, ja. Oder Senior Detective. Hardcore-Abenteuerspiel. Na, sind wir nicht. Wir machen Detective. Ich suche zwar gerne manuell nach irgendwelchen Sachen, aber so auf Mittel. Weise Männer wissen, dass die Grenzen zwischen dem Realen und dem Irrealen häufig verschwimmen. H.P. Lovecraft. Genau. Psychiatrische Klinik in Wellsmouth? Das klingt doch schon mal... Sie halten mich für verrückt. Nach was? Es heißt, zwei Dorfbewohner hätten mich morgens 7 Meilen vor dem Dorf Windlabs gefunden. Ich hätte vor mich hingelacht und sinnlose Sätze gemurmelt, als ob ich mit mir selbst streiten würde, wie ein Verrückter in den dunklen Tiefen seines gnadenvollen Deliriums. Sie sagen auch, ich hätte auf alten Friedhöfen nach einem bestimmten Grab gesucht. Ja, das stimmt. Ich habe nach einem bestimmten Grab gesucht. Doch mein seltsames Verhalten hatte nichts mit Wahnsinn zu tun. Das müssen Sie mir glauben. Wenn Sie wüssten, was ich alles erlebt habe, dann würden Sie mein Verhalten verstehen. Alles begann an einem kalten Tag im November. Ich hatte gerade voller Begeisterung den Fall des flüchtigen Verdächtigen Loeth Nolder angenommen, dessen Verstand ich sehr bewunderte. Nach 5 Jahren bizarrer Reisen war er zurückgekehrt und wurde gleich in seinem ersten Fall des Mordes verdächtigt. Loeth Nolder hat Wellsmouth vor 5 Jahren verlassen. Doch ist er auch der Mann, der zurückgekommen ist? Das ist die Frage. Doch das zu beurteilen, überlasse ich den geschätzten Lesern dieser Zeit. Sie haben mir gesagt, dass ich jetzt seit 2 Wochen in der psychiatrischen Klinik von Wellsmouth bin. Schon so lange? Ich weiß es nicht. An die ersten 8 Tage kann ich mich nicht erinnern. Die Ärzte sagen, dass es mir täglich besser gehe. Sie lügen. Ich brauche jeden Tag länger, um mich zu erinnern, wo und sogar wer ich bin. Das ist der wichtigste Grund für diese Aufzeichnungen. Ich muss mich davon überzeugen, dass ich wirklich verrückt bin. Denn ich weiß, dass ich vor der Nacht, als man mich fand, tiefer in die pechschwarzen Augen des Wahnsinns geblickt habe, als je ein Mann zuvor. Ja, ich bin verrückt. Denn alles, was ich gesehen habe, habe ich mit den Augen der allgegenwärtigen Seele des Wahnsinns gesehen. Okay, ja, ob wir jetzt denjenigen spielen, der hier in der Klapse festsitzt, wissen wir nicht. Und wer das über... okay, so kann ich mich ja so umgucken. Oh, mir wird gerade schlecht. Käfer! Käfer! So, hier sind Türen. Rechts und links und es sieht wirklich... Oh, das ist aber... Ja, es ist auf alt gemacht, also nicht, dass er... Alles klar. Dass er denkt, das liegt jetzt an mir hier irgendwie. Nee, das ist hier alles auf alt gemacht und der Bildschirm ist so. Also das ist... Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal an in die Türen. Ich kann die Tür nicht öffnen, es gibt keine Klinke. Okay. Hier auch nicht? Es gibt keine Klinke. Okay.
Ja. Wir bewegen uns mal langsam vorwärts. Oh, hier können wir irgendwas machen. Untersuchen. Ist ein Loch, oder? Nein, nicht reingucken. Nicht ins Loch gucken. Leere. Okay. Und nochmal gucken. Ich habe das Gefühl, etwas in der Dunkelheit zieht mich zu sich. Ich will hier raus. Nö. Also wir müssen uns jetzt hier nicht von irgendwem belästigen lassen. Das ist einfach mal... Okay, hier gibt es wieder keine Klinke und da will uns irgendwas zu sich ziehen. Das werden wir aber nicht zulassen. Erstmal nicht. Ich denke mal, wir spielen die Person, die den Brief geschrieben hat. Was ist das? Ein seltsames Graffiti. Ja. Mensch, dieses Licht. Ein seltsames Graffiti. Okay, er sagt nichts weiter. Außer ein seltsames Graffiti. Gehen wir wieder mal ein Stück nach vorne. Gucken uns das hier direkt mal an, weil wir gerade davor stehen. Was soll das? Wer hat dieses Graffiti gemalt? Ja, keine Ahnung. Sagst du noch was anderes? Nee. Alles klar. Hier ist wahrscheinlich wieder keine Klinke. Das Schloss ist kaputt. Nee, da ist das Schloss kaputt. Er kann es nicht öffnen. Okay. Ja. Also ich denke mal, wir spielen diesen Herrn, der den Brief geschrieben hat. Da kommen wir rein. Bevor er... Dreht er sich von alleine oder bin ich das? Nee, er dreht sich von alleine. Bevor er in die Psychiatrie eingewiesen wurde? Oder nicht? Was für ein herrlicher Raum. Erinnert mich an etwas. Huch! Entschuldigung. Ich habe den Toten erst zu spät gesehen gerade. Sorry. Oh nein. Diese, wer denn? Diese? Verschlossen? Warum wackelt alles? Sterben wir jetzt? Ah, wir haben geträumt. Na Gott sei Dank. Telefon klingelt. Lea Sophia. Bitte einmal rangehen. So. Kann ich etwas tun? Ach, wieder ein Albtraum. In letzter Zeit träume ich so intensiv. Es wirkt alles so real. Oh, der Synchronsprecher strengt sich aber echt an, ne? Ich meine, der hat eine angenehme Stimme, finde ich, aber wie er so... Ah, oh, es wirkt alles so real. Schnell, sonst komme ich zu spät zur Arbeit. Alles klar. Ich muss halt mal gucken, was ich überhaupt... Ich will mich doch hier mal umgucken, Mensch. Was ist das? Ein Bild des jungen und berüchtigten Malers Harry Wilcox. Ein guter Freund von mir. Er starb letztes Jahr bei einem Autounfall. Er hatte eine große Karriere vor sich. Okay. Ist hier noch was? Oder sagt er das jetzt wieder? Nee. Ja, ist okay. Bloß manchmal sagt er ja auch immer was anderes mal zu den... Dingen, die ich anklicke. Ja, ist doch gut. Klingelt hier das Telefon oder ist es mein Wecker? Ne, es ist Handy. Okay. Handy? Oh! Ich nehme sie ja ganz genau. Ein Rechtsklick mit der Maus ruft das Inventarfenster auf. Alles klar, funktioniert. Anruf Arthur ruft an. Gucken, was er will. Ja, Arthur? Endlich, Howard, wo warst du? Ich versuche seit Stunden, dich zu erreichen. Gibt's ein Problem, Arthur? Lurf Norder ist letzte Nacht aus dem Krankenhaus entwischt. Ich versuche seit Stunden, dich zu erreichen. Komisch. Ich habe das Telefon nicht gehört. Hör deinen Anrufbeantworter ab. Ich habe dir Nachrichten hinterlassen. Egal. Was ist mit Lurf? Das weiß keiner. Er ist heute Nacht einfach verschwunden. Okay, ich mach mich gleich auf den Weg. Howard, alles klar bei dir? Ich war wohl ziemlich müde und habe verschlafen. Kein Grund zur Sorge. Bis dann, Arthur. Gut, bis dann. Alles klar. Das war Lowell Nolders Flur.
Flucht. In Pursuit of Lois Nolder haben wir gerade festgestellt. Klicken Sie die Schaltfläche Howards Verstand im Inventarfenster an, um Hinweise zu lesen. Klicken Sie dann den Hinweis an. Das hier? Howards Verstand? Lois Nolders Flucht. Arthur sagte. Arthur sagte, dass Lois Nolder, Hauptverdächtiger im Clarkfield-Mordfall, letzte Nacht aus dem Krankenhaus geflohen sei. Dieser Fall bedeutet mir viel, denn ich bewundere seine Intelligenz sehr. Das wird eine echte Herausforderung. Seine Flucht beunruhigt mich nicht. Na gut, wir nehmen das alles also recht cool. Oder wie? Gut, wie kommen wir wieder zurück? Schließen. Ja. Ja, mach's weg. Gut. Oh, was ist das? Ich mach mal Radio. Oh ja. Okay. Warum kann ich hier drücken? Er hört die geilsten Radiosender ever. Tuning Band on off. Wir machen es einfach aus. Das geht mir hier alles ein bisschen auf. Sack. So. Dann gucken wir uns nochmal unser Telefon an. Hier hat aber keiner drauf gesprochen. Keine neuen Nachrichten. Ja, keine neuen Nachrichten. Das ist komisch. Hat Arthur nicht gesagt, er habe mir Nachrichten hinterlassen? Ja, hat er. Ich rufe ihn besser nochmal an und frage. Keine Nachrichten. Errungenschaft freischaltet. Something's not right. Könnt ihr leider nicht sehen. Soll ich hier mit anrufen oder mit dem Handy? Mit dem Handy wohl eher, hä? Was ist denn das? Ach, das ist komisch, das war ein Tisch. So. Vorher durchsuche ich aber nochmal ich und meine Albträume. Oh Gott. Ich guck's mal kurz durch. Ja. Das sind Geschichten. Ich glaube, dass wir würde jetzt. Nee. Hier sind einfach Geschichten drin. Das verbrannte Haus, Zeit der siegreichen Hexe, Monsterauge. Durch das Tor aus Horn, lauernd sie rufen, aus der Tiefe der Ebene, ich werde heraustreten, die Stimme, ein Traum. Ja, ich würde echt sagen, das wird zu viel. Wir haben es untersucht. Ach, jetzt habe ich wieder aus Versehen das Inventar aufgemacht. Nee, also ist okay. Können wir wieder wegpacken. Aber wir haben es zumindest, was ist das? Ach nee, das ist das. Okay, aber das war jetzt hier nicht in der Nähe von dem Buch. Von daher habe ich mich ein bisschen... Gut, dann machen wir die mal wieder zu. Eine andere können... Doch? Nee, eine andere können wir nicht öffnen. Gut. Das ist unser Bett. Das ist eine irgendwie recht coole Lampe. Das ist unsere Uhr. Können wir hier was machen? Der sagt ja auch nichts zu, ne? Aber wir können halt mal gucken. Ja, okay. Gut. Gut, gut, gut. Was haben wir hier hinten? Wir gehen einfach mal hier hin. Dieses Bild kennt, glaube ich, auch jeder. Ist das mit dem Albtraum, oder? Wo dieser Typ da drauf sitzt. Als Albtraum tropfe ich unaufhörlich, bist du mir... Oh, das Bild erinnert mich immer an dieses Gedicht. Ich mach's nochmal. Als Albtraum tropfe ich unaufhörlich, bis du in mir versunken bist, unwiederbringlich. Ah. Okay. Ja, das war jetzt gerade ein bisschen schnell, weil ich konnte gerade... ich habe gerade geklickt und das war... Nicht gut, nicht gut. Oh, hier liegt etwas. Gucken uns erstmal das Foto hier an von einem... total tollen Baum. Können wir ihn drehen irgendwie? Nö? Nö. Okay. Aber wir haben Hauptsache Fotos von einem Baum haben. Das muss man haben. Rubaiyat. Einer meiner liebsten Gedichtbände. Oh, wir lesen sehr viel. Wir heißen Howard, glaube ich, ne? Ja.
Wir lesen sehr viel. Okay. Ach, ich denke immer, mit Rechtsklick komme ich hier raus. Da muss ich mich erst noch dran gewöhnen. So. Gehen wir mal ganz weg. Hier liegt eine Zeitschrift auf der, die ich aber nicht anklicken kann. Hier ist meine Tür. Ist das jetzt hier? Oh, da oben ist ein Traumfänger. Guck mal. Mein alter Traumfänger. Mein Glücksbringer. Er soll seinen Besitzer vor Albträumen beschützen. Ja, das hat sehr gut geklappt, wie wir festgestellt haben. Albträume verfangen sich in dem Netz und werden von den ersten Sonnenstrahlen weggeschmolzen. Okay. Hier ist das Fenster. Hier ist nichts weit. Ist das jetzt die Wohnungstür oder ist das meine Badtür? Das ist jetzt hier die Frage. Ich möchte jetzt auch nicht zwingend schon rausgehen. Also wir haben ein sehr kleines Apartment. Das ist wirklich niedlich. So, ich glaube, das hier ist eher die Badtür, oder? Wenn ich jetzt rausgegangen bin. Oh nee, das ist... ich bin im Schrank. Hier bewahre ich meine Kleider und andere Sachen auf. Langweiliges Zeug. Ich möchte aber trotzdem... Nö. Er möchte ihn nicht öffnen. Ist bestimmt nicht aufgeräumt, hä? Wir gucken mal in die Schubladen. Hier liegt nichts. Ja. Ja, ist okay. Alles klar. Kann ich die untere auch öffnen? Ho. Aber hier ist doch... Was ist das? Den Ring hat mir mein Vater hinterlassen und darum liegt er da so unterm Lappen oder was? Und er hatte ihn von seinem Vater. Mein Vater sagt, das Symbol darauf sei unser Familienwappen. Er bedeutet mir sehr viel. Kann ich den mitnehmen? Die Pistole, die ich für Notfälle im Schlafzimmer aufbewahre. Okay. Alles klar, also mehr ist hier dann anscheinend nicht. Hier vielleicht noch. Nehmen kann ich sie nicht. Machen wir mal weg. So. Raus aus dem Bildschirm. Was haben wir hier? Nicht weiter, da können wir raus. Ah, nein! Nö. Nö. Hier ist nichts weiter, okay. Dann gehen wir raus wieder. Ich weiß gar nicht, wie man hier speichert. Kann man eigentlich wieder ins Bett gehen? Ich habe jetzt keine Zeit zum Schlafen. Okay. Ich will noch mal kurz zurück. Ich will mal gucken, ob ich vielleicht irgendwie unters Bett oder so. Nö. Mm-mm. So, dann gehen wir mal kurz hier raus. Ach, das war nur... Ach so, das war jetzt nicht das ganze Apartment. Das war nur eine... nur mein Schlafzimmer. Ich stehe gerne rein. Warum nicht? Okay, möchte er nicht? Warum möchte er hier nicht rein? Das verstehe ich nicht. Oder bin ich von da gekommen? Wartet mal. Nee, das ist mein Schlaf... Ja, genau. Okay. Alles klar. Ich muss mich hier erst ein bisschen zurechtfinden, bevor ich hier richtig loslege. Also. So. Gucken wir mal, was hier drin ist. Was denn? Ach so, das ist mein Badezimmer. Oh. Ich gucke erstmal meine ganzen Schränke durch. Oh, das hat jetzt ein bisschen... Oh, was ist das? Tabletten? Carvitus? Oder Carry? Keine Ahnung. Ja. Mhm. Okay. Kommen wir wieder zurück. Kann ich in den anderen Schrank auch gucken? Nö. Das ist meine Zahnbürste. Es wäre schön, wenn ich hier drin irgendwie so eine Art Licht hätte oder so.
Ich kann hier was machen? Oh, lecker. Ach doch, ich hab ja Licht. Och, was ich mich beschwere, ja. Ich hab doch hier diese riesige... diesen riesigen Kronleuchter im Bad hängen. Was muss ich denn... Ich weiß im Inventar, was ich da machen kann. Ach ja, ich hab's vergessen. Ich wollte doch... Wollte ich nicht, wie hieß er? Ach Gott, jetzt habe ich Arthur anrufen. Ich wollte Arthur anrufen, glaube ich. Ah, wieder ein Foto von einem Baum. Von der Vase. Machen wir mal auf. Aha. Was ist das? Okay. Hier ist ein kleiner Schlüssel. Und Geld. Oder was ist das? Ich kann leider nichts drehen hier. Ach Quatsch. Ich war wieder eins zu weit. So. Und das kann ich nicht nehmen? Das sieht so nehmbar aus. Nö. Okay. Wir gucken aber mal kurz, was das für ein Schlüssel ist hier. Funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Nochmal. Ach so. Ah, wartet mal. Nee, andersrum. Ach so. Hä? Ansehen. Den hier. Bitte. Da komme ich jetzt noch gar nicht mit klar. Nächstes Objekt. Ich habe hier nicht mal ein Objekt. Ansicht zurücksetzen. Okay. Keine Ahnung. Ach so, wir wollten ja nochmal Arthur anrufen, ne? Wie machen wir das? Genau. Und nochmal fragen, weil... wir haben ja nichts gefunden bei uns auf dem Telefon. Ja, Howard? Ja, ich bin's. Howard. Hi, so. Arthur. Ich bin's wieder. Tut mir leid, ich habe ein paar Sachen nicht ganz verstanden. Okay, Howard. Was willst du wissen? Entschuldigung. Ich habe mich gerade beim Trinken verschluckt. So. Wir haben noch nicht verstanden. Erzählst du mir die Geschichte nochmal? Du hast mich angerufen. Warum hast du keine Nachricht hinterlassen? Schon gut. Ich frag dich, wenn ich im Büro bin. Du hast mich angerufen? Warum hast du keine Nachricht hinterlassen? Wir haben ja keine gefunden. Was soll das heißen? Ich habe jede Menge Nachrichten hinterlassen. Hast du sie nicht bekommen? Nein, habe ich nicht. Nein, Arthur. Der Anrufbeantworter ist wohl kaputt. Okay. Erzählst du mir die Geschichte noch einmal? Wir machen Erzählst du mir die Geschichte noch einmal? Letzte Nacht gegen 2.45 Uhr wurde Lois Noel das Verschwinden aus dem Krankenhaus gemeldet. Ich habe auf dem Weg ins Krankenhaus mehrmals versucht, dich zu erreichen. Wir brauchen uns doch aber Als wir dort ankamen, so haben wir erfahren, dass niemand etwas mitbekommen hatte. Eine Schwester hatte bei ihrer Kontrollrunde bemerkt, dass er weg war. Wir wissen aber nicht, seit wann. Okay. Dann schon gut. Schon gut. Ich frag dich einfach, wenn ich im Büro bin. Du auch. Was ist denn da? Das ist wieder so geil. Sowas liebe ich. Ja, ich frag dich nachher, wenn ich im Büro bin. Du auch. Was? Also sowas... Nee. Okay, von da sind wir gekommen, ne? Das ist Schlafzimmer, da kommen wir nicht rein. Das ist dieses wundertolle Foto von einem... Wundertoll, vor allem wundervolle Foto von einem... Hier ist das Badezimmer und hier müssten wir eigentlich rauskommen, oder? Oha. Okay. Der sieht aus wie der Flur von vorhin. Ich gehe jetzt einfach mal. Bitte nicht beißen, bitte nicht treten, bitte nicht,
Nee, wir müssen geradeaus. Wir wohnen wirklich schön. Also. Sah gerade aus, als ob da einer hinter mir war. Also ich finde, wir wohnen total schön. Entschuldigung. Ich hab das manchmal. Das ist seit meiner Beförderung mein Büro. Ach du Schande. Wo war denn vorher? Wenn er erst nach Beförderung so eine Butze kriegt. Wellsmith ist ein ruhiges Fleckchen. Ich habe es meistens mit einfachen Fällen und langweiligem Papierkram zu tun. Doch dieser Fall ist anders. Ich muss zugeben, es macht Spaß, es mal mit etwas anderem zu tun zu haben. Wollte ich gerade sagen, ne? So, So, hier sind unsere Aktenschränke. Hier ist auch wieder ein Foto. Kein Foto, aber ein Bild. Ich gucke hier alles genau ab, nur dass wir das machen. Ich möchte hier auch nichts verpassen, aber das Büro ist ein bisschen vollgestellt, meiner Meinung nach. Und ein bisschen... ja. Ach, wir gehen einfach mal die Richtung. Aua. Gerade selber. So. Hier ist unser Fenster. Hier sind ein paar Fotos. Das sind die Polizeifotos aus Loth Mulders Büro. Bei unserer ersten Durchsuchung haben wir nichts entdeckt. Ich habe mich inzwischen noch ein paar Mal dort umgesehen, aber keine Hinweise gefunden. Außer diesem Büro hatte Loth Mulder nichts. Vor seinen seltsamen Weltreisen hatte sogar sein Haus verkauft. Warum hat er sein Büro behalten? Ich glaube, ich nehme die Fotos besser mit. Vielleicht ist ja etwas drauf, was wir nicht sehen. Das ist besser so. Muss ich jetzt... Ach so, nee. Er zeigt mir einfach nur an, dass er jetzt jedes Foto nimmt. Alles klar. Wir gucken uns die gleich auch nochmal an im Inventar. Hier die Ordner. Da kann ich nichts machen. Hier ist meine Ablage. Na, langsam, langsam. Wir gucken erstmal. Kalender. Ich kann wirklich, also... Ah, jetzt... Jetzt machen wir das natürlich mal. Untersuchen Menü. Und das hier. Führen Sie dann ein... Ach so. Ja, ich sollte natürlich auch gucken. So, wir zoomen mal ran. Noch ein Stück, dass wir das mal groß haben. Geht nicht weiter. Kann ich es drehen? Oh. Ich kann es drehen. Aber hier ist nichts drauf. Das ist von Loth Mulder das Büro. Also hier ist meines Erachtens nach nichts. Oh, ich hab's... Ja. Ja, wir nehmen das andere. Das nächste. Nee, was ist das? So. Ja. Das ist sehr hübsch. Hier ist aber auch nichts drauf. Ich mache mir gerade Gedanken. Müsste ich hier was sehen drauf? Nö. Mach mal den nächsten. Ach ja, das hatte ich. Ist mal ein bisschen größer. Hey. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwas sehen muss. Ist auch nichts drauf. Das Büro sieht eigentlich auch aus wie meins, also... Ist jetzt nicht wirklich... Ist jetzt nicht irgendwas Ungewöhnliches oder so? Haben wir noch eins? Das war's? Ja. Vielleicht ist etwas drauf, was wir nicht sehen. Ich habe nichts gesehen. Oh, Totenschein, das ist sehr leise. Vollständiger Name Clark Field. Hautfarbe weiß, Geschlecht männlich. Ledig, verheiratet, verwitwet oder geschieden. Achso, er war ledig.
Ihr Partner. Geburtsdatum 3.11.76. Geburtsort Portside, Wellsmouth. Starb am Oktobers. Tag des Monats 21.2011. Das wissen sie nicht. Zuletzt ausgeübter Beruf, Besitzer der W&L Company. Okay. Ort des Todes, Northwood Forest. So, Aufenthalt 4 Tage. Foreland Wohnort. Foreland Portside. Ausweisnummer so und so. Ort der Beisetzung, Friedhof Portland. Haben wir vielleicht das Grab gesucht? Tag der Beisetzung. 27.10.2011. Ärztliches Attest über Todesursache. Ich bestätige hiermit, dass der Verstorbene. Steht ja nicht, hier steht nur Auskunftgeber Morris Digger. Am 26.2011. Ersticken! Okay, der ist. Erstickt also. Was haben wir hier noch? Morddezernat, Field Clerk, Officer Bronislav. Bronislav? Alter 35. Officer am Tatort, Yilmaz, Nummer. Oh Gott, ich hoffe, wir müssen uns das nicht erst merken, ey. Das Opfer wurde am Rand des Northwood Forest entdeckt, etwa 85 Meilen nördlich von Wellsmouth. Er wurde anhand seines Ausweises identifiziert und sein Bruder Jonathan Field wurde verständigt. Dieser identifizierte den Toten und gab an, dass er schon seit einiger Zeit vermisst worden war. Er erklärte dies nicht der Polizei gemeldet zu haben, da er ein Paket mit einem Brief erhalten habe, in dem stand, dass er das nicht tun solle. Er sagte, er habe einen Privatdetektiv namens Loweth Nolder angeheuert, um seinen Bruder aufzuspüren und diesem das besagte Paket gegeben. Loweth Nolder, 39, 1,73 groß, bla bla. Augenfarbe braun, Haarfarbe schwarz. Okay. Das ist interessant. Was haben wir hier? Akten. Also hat der, sagt er das wieder, Akten? Ja. Also hat quasi der Bruder von dem Toten diesen, unseren gesuchten Herrn Loweth Nolder. Ist das dasselbe wieder? Beauftragt, seinen Bruder zu suchen. Okay, hier ist nichts weiter. Also können wir dann, glaube ich, jetzt auch getrost rausgehen. Mit den Fotos weiß ich jetzt nicht, weil ich habe nichts gesehen. Ach ja, ich wollte ja eigentlich noch gucken, ob ich irgendwie zu dem Schrank komme, aber der schiebt mich immer hier in die Ecke und da kann ich mich nicht bewegen. Nee. Hier lang, bitte. So. Dann gehen wir einmal raus. Mein Büro? Loweth Nolders Büro oder mein Zuhause? Dann gehen wir in Loweth Nolders Büro, oder? Weil wir kommen ja von zu Hause quasi. Und wieder nirgend. Diesmal in die andere Richtung. Man gerade einen Schluck getrunken. Loweth Nolders Büro. Die Polizei hatte nichts entdeckt, weil alle Aufzeichnungen vernichtet wurden. Es herrscht eine gedämpfte, erwartungsvolle Atmosphäre, als berge das Büro Geheimnisse und würde seit 5 Jahren auf Loweth Nolders Rückkehr warten. Ich spreche ihn wahrscheinlich falsch aus, oder? Wir drücken eine beliebige Taste. Hier ist auch sehr viel Licht. Die stehen total auf Licht hier, ne? Letztes Mal herrschte hier keine solche Unordnung. Die Polizei hatte das Büro versiegelt. Aber wer ist hier gewesen? Und warum? Hier gibt es doch nichts Wichtiges. Das Büro ist so gut wie leer. Na, irgendwas muss es ja hier drin geben, mein Gutster. Ansonsten wäre hier keiner eingebrochen. Das war die Musik. Oh, jetzt habe ich mich selbst verjagt. So. Der Kalender ist 5 Jahre alt. Aus der Zeit vor seiner plötzlichen Abreise. Er hat einige Länder in Afrika und Ozeanien bereist.
Anlogas Cisidol. Okay. Okay. Nee, dann können wir hier, glaube ich, weg, oder? Nee. Er sagt immer wieder, der Kalender ist 5 Jahre alt und bla bla. So. Gehen wir mal raus. Draußen ist Gewitter. Wie wir hören. So. Nein. Das Schlimme ist, ich kann auch in den Karton nicht gucken hier gerade, weil... So. Aha. Kartons, Kartons. Hier komme ich auch nicht an den Karton. Blah. Aber hier muss ja, irgendwas muss hier ja sein. Irgendwas. Ich gehe mal hier hin. Und stehe direkt vor. Nee. Also die sind anscheinend nicht wichtig für uns. Mülleimer auch nicht. Aber die Schubladen. Okay. Ach Gott. Scheint eine Liste mit Symbolen zu sein. Gut beobachtet. Keine Ahnung, wozu sie gut sind. Sollten wir die vielleicht mitnehmen? Was ist das? Wellsmouth, Mythen und Legenden einer alten Stadt. Dieses Buch handelt von Volksmythen von Wellsmouth. Ich erinnere mich dunkel, dass mein Großvater mir davon erzählt hat. Ja, das Fluch. Woho. Na, das ist nicht so lang, aber ich überlege gerade. Es ist ja nur eine Seite hier eigentlich. Ich glaube, das kann ich mal vorlesen. Die Zeit haben wir dann doch. Zweck dieses Werks ist die Sammlung der Volksmythen der Stadt Wellsmouth in einem zusammenhängenden Band. Wie allgemein bekannt wurde Wellsmouth bereits im Mittelalter, das genaue Datum ist nicht bekannt, als Siedlung erbaut und ist aufgrund der umgebenden Berge seit jeher von anderen Siedlungen abgeschnitten. Aus diesem Grund interessieren sich Ethnologen besonders für die Geschichte einer so abgeschnittenen Gegend. Die Erforschung und Sammlung der Volksmythen seines Gebiets wie Wellsmouth ergibt eine umfassende ethnologische Wissensquelle, die Informationen über die umliegende Region liefern kann. PS, ich danke meinem Freund Alfonso Gray, der mir bei Teilen des Buches geholfen hat. Amateurethnologe Sean Bridge. Okay, hier geht es hauptsächlich um Iatas Fluch. Ja, das Fluch ist vielleicht einer der ältesten Mythen der Region. Obwohl der Ursprung umstritten ist, geht die allgemein akzeptierte Version auf das Altertum zurück. Das Naturphänomen, das jedes Jahr zu bestimmten Zeiten an den Northwood Mountains auftritt, kann selbst heute nicht vollständig geklärt werden. Starke Winde, die mit entsetzlichem Getöse Staub und kleine Steine durch die Höhlen und Felsspalten in den Northwood Mountains schleudern. Diese Steine regnen nach einem starken Erdbeben auf die Städte in der Umgebung. Dieses Erdbeben ist viel stärker als die kleinen Beben, die im Erdbebengebiet von Wellsmouth häufig auftreten. Es ist eine bekannte Tatsache, dass die erste Siedlung des Wellsmouth-Bezirks in der bewaldeten Northwood-Region entstand, wo aufgrund der Höhe den größten Teil des Jahres ein raues Klima vorherrscht. Zu dieser Region gehören auch die Northwood Mountains, die in vielen Mythen erwähnt werden. Abgesehen von ein paar Lichtungen bedeckt der große Northwood Forest das Gebiet bis zum Fuß des Berges wie eine dicke Bettdecke. Der Wald ist unbewohnbar, aber in den Lichtungen ist die Erde sehr fruchtbar. Und so wurde eine kleine Stadt um den Teich von Wolfsbray gebaut, der der Stadt auch ihren Namen gab. Doch später wurde der Name der Stadt in Windlabs geändert. Laut dem Iatas Fluchmythos stießen die Bewohner von Wolfsbray auf ein kleines, raues, feindseliges Völkchen,
das lange Zeit auf dem Plateau der Northwood Mountains lebte. Sie fanden einige der Traditionen und Verhaltensweisen dieser Menschen, die sich selbst Iata nannten, absolut abstoßend. Nach einer Weile verschwanden einige Personen. Die Bewohner wurden unruhig und die Iata wurden gewaltsam von den Plateaus vertrieben, auf denen sie lebten. Nach diesem Vorfall soll Iatas Fluch begonnen haben und allgemein wird angenommen, dass der Preis für diese Vertreibung ist. Merkwürdiges wurde über die Traditionen der Iata berichtet und die Bewohner von Wolfsbury waren besorgt. Eines Nachts wurde während der Riten der Iata eine Gruppe von Menschen entsandt, um nachzusehen, was auf den Plateaus geschah. Und als sie zurückkamen, wagten sie vor Angst nicht zu sprechen. Am nächsten Morgen erzählten voller Furcht flüsternd, was sie gesehen hatten und was mit den entführten Dorfbewohnern geschehen war. Es wird berichtet, dass die Iata wahre Teufel seien, die in tiefen dunklen Höhlen abscheuliche Götzen anbeteten und Opfer darbringen. Dabei tanzen sie zu monotoner Musik und beschwören etwas aus der Hölle herauf, indem sie mit den Handflächen auf den Boden schlagen. Man hat inzwischen bei archäologischen Ausgrabungen Behausungen entdeckt, doch in keiner der Höhlen in dieser Region finden sich Götzen wie die aus den Mythen. Okay, ob das damit jetzt was zu tun hat, ist allerdings eine andere Sache, ne? So, haben wir hier noch irgendwas? Nee, das hier? Nee, das waren diese Zeichen. Ach, ich drücke immer wieder drauf, ne? So. Den nehmen wir mal weg hier. Gucken hier nochmal. Hier ist das Telefon. Die Leitung ist tot. Also nichts mit Telefonieren. So. Ja, ich gucke hier alles ganz gründlich ab, weil ich nichts verpassen will. Where's my daily? Ein Tipp ist verfügbar. Brengsten um 3 Uhr nachts von Erdbeben erschüttert. Oh, haben wir nicht gerade sowas gelesen? Ein Erdbeben der Stärke 6,1 rollte gegen 3 Uhr morgens durch Brengston, eine kleine Stadt 18 Meilen nordwestlich von Wellsmouth. Bislang ist von 18 Toten und 137 Verletzten die Rede. 9 Häuser stürzten ein und viele weitere wurden noch schwer beschädigt. Noch immer sollen unter den Trümmern Überlebende begraben sein. Zufällig war Thomas Koch, Reporter der örtlichen Tageszeitung, gerade vor Ort. Hier seine Beschreibung des Geschehens. Es war ein schrecklicher Moment. Alle Gebäude bebten. Dann begannen die Menschen zu schreien. Ich sah, wie sie von Balkonen und aus Fenstern sprangen, um sich zu retten. So etwas habe ich noch nie erlebt. Auch in Wellsmouth war das Beben noch stark zu spüren. Es gab keine Toten, doch bei der ausbrechenden Panik wurden 59 Personen verletzt. Die meisten verbrachten die Nacht in ihren Autos oder den städtischen Parks. Die Behörden warnten davor, in den beschädigten Häusern zu bleiben und riefen die Bevölkerung auf, sich auf potenzielle Nachbeben vorzubereiten. In Westmoor stürzten keine Gebäude ein. Was haben wir hier? Aufregender Zufall? In der Kohlemine der Big Mole Mining Corp. mit Sitz in Brangston machte die Arbeiten durch einen Zufall eine aufregende Entdeckung. Viele Archäologen betrachten dies als den rätselhaftesten und aufregendsten Fund der letzten Jahre. Sie fanden einen Raum, dessen Eingang mit Figuren, Reliefen und Zeichnungen bedeckt ist. Eine mögliche Erklärung ist, dass dies ein Teil einer prähistorischen unterirdischen Siedlung sein könnte. Der Betrieb der Mine wurde sofort gestoppt, bis die Gegend gründlich untersucht wurde. Der erste Archäologe, der die Region untersuchte, war David R. Heidison. Heidison erklärte, dass die Überreste nicht zu einer uns bekannten Zivilisation gehören und schon sehr alt sind. Endgültige Aussagen können aber erst nach einer vollständigen Untersuchung getroffen werden. 18. November 2006. Naja, aber das deckt sich ja so quasi... Das deckt sich ja mit den ganzen Geschichten, ne? Über diese Typen, die auf den Plateaus in den Mountains da gewohnt haben. So, jetzt muss ich hier nochmal hier lang.
Wenn das geht, ja. Diese Bilder sind eher untypisch für normale Büros. Okay. Aber von hier aus kann ich auch nirgends hin. Und auch nichts weiter angucken hier. Oh, doch. Hier wurden Akten aufbewahrt. Er wurde wohl vor einer Weile ausgeräumt. Das ist ein Schrank? Ja. Okay. Ist der Deckenventilator? Ich gehe mal hier rüber nochmal. Nee, da kommen wir ja nicht hin. Ist schon seltsam alles. Ich guck nochmal auf die Bilder. Wir gucken auch mal in unser Hirn. Kalender. Ein 5 Jahre alter Kalender. Er wurde nicht angerührt, seit Lois Nolder vor 5 Jahren zu seinen überstürzten Reisen aufbrach, auf denen er, wie man weiß, in Afrika und Ozeanien war. Was ist hier? Ach nee, ich brauche keinen Tipp. So. Ja, ich muss das hier erstmal wieder richtig rumdrehen. So. Okay. Na, ganz gerade ist es nicht, aber das ist jetzt... Oh Gott. So. Die Kartons standen hier schon, aber irgendwie. Er macht zwar alleine. Irgendwas an dem Bild ist anders. Was an dem Bild ist anders? Hä? Was will er? Entschuldigung. Ich habe gerade irgendwie voll ins Mikro geraten. Irgendwas an dem Bild ist anders. Jetzt muss ich nochmal gucken. Jetzt gehen wir nochmal raus und gucken. Geh mal weg. In die Richtung. Die Lampe ist da. Der Sessel hier, oder? Wir gehen nochmal hier hin. Moment. Irgendwas an dem Bild ist anders. Jemand hat das Bild bewegt. Okay. Wäre mir jetzt nicht aufgefallen, aber gut. Die Polizei hatte diesen Tatort versiegelt. Wer könnte hier eingedrungen sein? Ja. Sehen wir uns die Rückseite an. Besser ist. Hier scheint etwas darin zu stecken. Ich brauche etwas, um ihn zu öffnen. Och nö, ne? Ja, na da geht's doch auch schon los. Okay, er braucht etwas, um ihn zu öffnen. Vielleicht in einer der Kartons oder so? Wartet mal. Hier vielleicht? Stopp. Hier was liegen irgendwie? Ah, da hinten, oder? Nö. Ich brauche etwas, um ihn zu öffnen. Ich gucke noch mal in die Schubkästen hier. Nope. Nee, das war's nicht. Das war's auch nicht. Das ist von diesen, Mythen und Legenden? Nö. Ich brauche etwas, um ihn zu öffnen. Was? Hier war doch gerade was. Ach so. Ne, Leitung ist tot, immer noch. Hier liegt doch was. Stopp. Ja, dass ich den jetzt gefunden habe, war ja Glück. Also das war mehr Glück als Verstand jetzt. Das ist ein Brieföffner, genau. So, dann gehen wir jetzt mal zu dem Bild wieder hin. Zu dem herrlich hässlichen Bild. Ich spiele irgendwie nur Spiele, wo herrlich hässliche Kunst ist. Linksklick. Ah.
So werden alle Objekte im Spiel benutzt. Okay. Ach, ich sollte das vielleicht... Wartet. Okay. Wir holen ihn mal ran. Ach, muss ich das vielleicht jetzt auch so machen? Wartet mal. Nee. Gehen wir erstmal weg. Okay. Kann ich den jetzt nicht öffnen? Wartet mal. Nee, er macht nicht auf. Es ist... Ich glaube, ich sollte mir vielleicht noch ein paar andere nochmal die Fotos reinziehen hier. Zack. Er sagt ja von alleine, wenn er was sieht, ne? Das war's. Dann möchte ich mir aber das hier nochmal angucken. Hier ist ja nichts drauf, ne? Okay, also ich glaube, wir haben dann soweit... Oh Gott, alles? Können wir ja eigentlich auch gehen, oder? Muss mal ganz kurz auf die Zeit gucken. Oh, alles klar, gut, dass ich auf die Zeit geguckt habe. Wir gehen mal wieder in unser Büro. Steht auch immer dasselbe. So. Haben wir hier irgendwo... Nee. Oder... Ach so, ich gucke nochmal, ob wir vielleicht irgendwo... Kalender. Ein Zuhause. Aber wir haben eigentlich alles abgeguckt. Also denke ich mal, dass da jetzt nichts irgendwie noch... Wir fahren mal nach Hause. Meine Wohnung, die ich schon lange habe. Ich bleibe nicht nur wegen der niedrigen Miete hier, sondern auch wegen der Ruhe. Nur Künstler und Arme leben an einem solchen Ort. So. Ich habe doch hier irgendwo... Ach nee. Ich wohne hier hinten. Schön, wenn man irgendwann nicht mehr weiß, wo man wohnt, ne? So, wir gehen jetzt hier hin. Geradezu. Oder? Ich finde mich in meiner eigenen Wohnung nicht zurecht. Ah. Nee, das ist mein Schlafzimmer. Das ist schon, ich bin richtig, glaube ich. Jo. Aber was muss ich jetzt mit dem Briefumschlag machen? Ja. Machen wir auf. Hier ist nur dieses Gedichteband drin. Okay. Ich gucke noch mal ins Inventar. Vielleicht habe ich wieder irgendwas nicht verstanden. Briefkuvert aus dem Bilderrahmen. Ein Brieföffner. Ach so, den kann ich nur so benutzen, okay. Machen wir das Ganze jetzt nochmal. Nehmen wir den mal.
Ja. Ah, vielleicht im Bad. Wartet mal. So mit Wasserdampf aufmachen. Weil ich darf das ja eigentlich gar nicht so ohne, oder? Und schon stand sie im Wandschrank. Das war keine Absicht. Ich habe nur das Badezimmer gerade nicht gefunden. Ist aber draußen auf dem Gang, glaube ich. So. Aha. Das ist es nicht, aber hier vorne das, ne? Hier, das ist mein Badezimmer. Ich probiere das jetzt einfach mal. Ich kann doch hier bestimmt irgendwie was aufdrehen, oder? Nett. Sehr nett. Auf. Ja. Okay. Okay, also nicht. Den hier aufdrehen? Aber nicht. Das den brauche ich jetzt nicht. Was brauchst du jetzt nicht? Okay. Mein Zuhause. Keine Nachrichten. Die habe ich ja alle. Wo er angerufen hat, waren keine Nachrichten offen. Okay. Ja, gut. Da. Wie ist das Klo verstopft? Da müssen wir bestimmt nochmal irgendwas. Irgendwas tun. Schlüssel. Oh Gott. Hier war nur mein Schlüssel drin. Nee. Ach. Ja, ich habe wieder aufs Inventar gedrückt. Ich habe es auch gemerkt. Okay. Dann wieder rausgehen. Und einfach nochmal in das Büro. Das ist Lois Nolas Büro, genau. Vielleicht kann ich mir den da genauer angucken. Ich weiß es nicht. Hier hin. Ein Tipp ist verfügbar. Ich weiß aber nicht, ob wir den vielleicht nehmen sollten. Ich glaube nicht. Ach, wir und Tipps. Außerdem ist ja sowieso jetzt gleich unsere Stunde vorbei. Und wenn ich jetzt das so nicht rauskriege, dann... Ich kann es mir aber immer noch angucken, ne? Ja. Jo, jo, jo. Ich kann es hier auch nicht auf den Tisch legen oder so. Es ist seltsam. Ich gucke mal ganz kurz auf die Zeit. Ja, ich würde sagen, wir belassen es jetzt dabei. Haben ja, also wir haben eigentlich gar nichts geschafft in der ersten Stunde. Aber es ist halt ein Point-and-Click-Adventure und das dauert wahrscheinlich alles hier eine Weile, bevor er wieder in Gange kommt. Ich finde es bisher nicht schlecht. Schauen wir mal, was uns noch erwartet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zugucken und wir sehen uns hoffentlich dann beim nächsten Part von The Darkness Within. Auf der Jagd nach Lois Nolda, glaube ich.
dann, bis dann.